Hey! Und hiermit auch wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und zwar ist ein Monday Obby. Yes. Und wir spielen heute Tower of Easy, weil wir zu inkompetent sind für Tower of Hell. Yes. Deshalb, yes. Aber bevor das Video losgeht, kommt natürlich der Kommentar der Woche. Der erste Kommentar kommt von Dailin. Sie hat geschrieben, hi, bin neu, find euch mega sympathisch. PS, könnt ihr mich grüßen, heiße Dara Aileen. Oh mein Gott, voll der schöne Name. Yes. Hey, Dara. Daria Aileen. Oh, egal, trotzdem schön. Voll schön. Ja, ich würde sagen, danke für deine Unterstützung und willkommen in der Bessie-Community. Yes. Okay, der zweite Kommentar kommt von Anna. Und sie schreibt, könnt ihr bitte Kommentar der Woche sein? Könnt ihr Kommentar der Woche sein? Kann ich bitte Kommentar der Woche sein, please? Ihr seid die Besten. Hier bist du Kommentar der Woche. Danke für deine Unterstützung und dein Kommentar. Und der nächste Kommentar kommt von Roblox-Kanal 3000 YouTube. Sie hat geschrieben, kann ich Kommentar der Woche sein, bitte? Ich war noch nie und bin Dritte. Ihr seid beide mein Idol. Danke für deine Unterstützung und das ist mega, mega lieb von dir. Okay, der letzte Kommentar von heute kommt von Lilly und sie schreibt, ich bin die Erste. Und damit hast du auch einen Platz in den Kommentar der Woche geschafft. Genau. Ja, es verdient. Und ich würde dann sagen, los geht's mit dem Video. Okay, also heute reden wir über... Was weiß ich eigentlich? Achso, das mit Kommentar der Woche. Es ist eigentlich egal, was ihr kommentiert. Ihr könnt trotzdem... Moment. Da muss andersrum rein. Oh. Also IQ ist auf jeden Fall da. Das ist easy und wir strugglen hier schon. Ja. Aber wir können ja mal darüber reden, was so Lieblingsgames sind. Oh mein Gott. Genau. Ja, also wir reden so über unsere Fave kostenlose Games. Oh nein, jetzt die neue Runde. Wir reden so über unsere Fave kostenlose Games, halt auch generell Games. Über unseren Channel vielleicht, über unsere... Ah, Preparing Round. Top. Über unsere Roblox-Gruppe, über unseren Insta, über alles Mögliche. Yes. Also, ich würde sagen, wir reden erstmal über Games, weil ihr fragt uns oft nach irgendwelchen Spielen, irgendwelche Vorschläge. Deshalb würde ich sagen, reden wir über unsere aktuellen Favorite Games. Genau. Was sind unsere aktuellen Favorite Games? Parenthood würde ich auf jeden Fall. Oh ja. Und wir können in letzter Zeit spiele ich gar nicht mehr auf Roblox. Same. Außer halt, wenn wir drehen. Deshalb kann ich das nicht so wirklich sagen. Ich auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil hier so viele Menschen drin sind, ist es ein bisschen hängenhaft. Nee, also bei mir hängt es tatsächlich nicht. Aber, ja, also, was ich halt dazu sagen wollte, Parenthood, ich spiele eigentlich auch kein Roblox mehr. Ich weiß nicht, wieso. Und eigentlich mache ich es auch nur heute. Also, habe ich es heute wieder zum ersten Mal gemacht, nach langem. Wegen dem Dreh heute. Ja, aber, wir werden es ja wahrscheinlich später heute noch machen. Und ach, und, oder wenn ich manchmal langweilt habe im Unterricht und neben mir jemand sitzt, also, neben mir sitzt ein Mädchen, was Roblox spielt, aber immer so ein komisches Schwertspiel. Ich weiß nicht, wie... Ja. Genau. Murder Mystery? Nein, dieses Swordfight-Ding. Das ist sehr unnötig, aber wenn wir dann lange haben im Unterricht und wir unsere Hände sein dürfen, sind wir dann meistens mit dem Spiel. Deshalb, das war aber die einzige Zeit, wo ich hier drauf bin. Ich bin nie auf Bloxburg, Roblox. Also Bloxburg auch nicht, aber ich bin nie auf Roblox in letzter Zeit, halt nur, wenn wir drehen. Und da das immer nur jede zweite Woche ist... Ja, also... Oder manchmal sogar drei... Ja, oder halt auch manchmal nach Tagen schon. Deshalb. Aber jetzt haben wir Videos für zwei Wochen. Wir haben aber Video. Vielleicht nehmen wir Donnerstag auf, aber vielleicht nicht. Vielleicht ja, schon. Also wir sind ein bisschen. Aber wir sehen uns auf jeden Fall Donnerstag. Ja, wir sind jeden Donnerstag. Wir sehen uns mindestens einmal in der Woche und wir sind nicht Geschwister. Yes. Oh mein Gott, ich bin fertig. Nein. Ich bin wegen einem scheiß Menschen. Nein, wegen einem netten. Ach. Bin wegen irgendjemandem runtergefallen. Oh. Ja, also das Ding ist halt, Parenthood ist auf jeden Fall bei mir auch weit oben. Nur das Ding ist halt, beim Roleplay buggt es etwas und nicht alles funktioniert. Also in Auto kann man auch nicht einsteigen, aber hoffentlich ändert sich das bald. Es hätte Potenzial so für Roleplays und so, aber es, man müsste mit mehr Möbeln interagieren können, meiner Meinung nach. Ach, worüber reden wir? Ich habe vergessen. Parenthood, dass man nicht so viele Interaktionen machen kann. Ich find's man kann auch nicht kochen.
Ja, das finde ich ganz schön. Also ich finde, was verbessert werden muss, ist, dass man sich überall hinsetzen darf. Mhm. Und zum Beispiel sich auch in diese Betten hinsetzen legen darf. Und was auch schlau wäre, wenn man selbst auch Bedürfnisse hätte, nicht nur die Kinder. Ja, und auch Kinder, dass die sich auch auf eine normale Couch hinsetzen können, weil logisch gesehen können sich Toddler in deren Alter auch auf normale Couch setzen. Und dass es mehr Essen gibt, außer nicht Wasser, wie nennt man das? Milch. Ja, Milch für Kinder vor allem, weil Juicebox, als ob Erwachsene, also ich meine, Ro und ich sind eine Ausnahme, aber so normalerweise, ich weiß halt nicht inwie... Ah, nein, ich bin rausgefallen. Ich weiß halt nicht, inwiefern Erwachsene halt die ganze Juicebox trinken. Ich finde das viel süßer, wenn das Kinder... Ich glaube, es wurde auch für Kinder gemacht, denn ich glaube echt, die werden bald upagen. Denkst du? Ja, also ich glaube auch. Hast du das Ding gesehen? Also, falls ihr das neue... Ja, danke. Falls ihr das neue Cover-Dings gesehen habt von Parenthood, da ist jetzt ein Kind, was Geburtstag hat und ich nehme an, dass... Moment, was will ich... Ich nehme an, dass die älter werden können. Genau. Ich gehe auch stark davon aus, dass die älter werden können, weil irgendwie hat es auch so, da steht dann so, oh nein, ich bin gestorben. Da steht dann so... Das ist eine Runde, oder? Ja, nee. Weil doch. Ja, doch. Weil ich kann auch... Ja, das Toddler, upagen können. Ja, also da stand irgendetwas sowas in um den Dreh. Aber an sich ist es voll das coole Spiel eigentlich. Okay. 2 Minuten warten. Weil die Runde für die anderen geht ja weiter, wenn die nicht tot sind. Ja, also zweite Stelle ist auf jeden Fall Overlook Bay. Das ist mega cool. Vor allem dieses Event, was gerade ist, das wollten wir Donnerstag aufnehmen. Aber es wird bestimmt, ich glaube, es wird richtig cool. Ja, same. Ich glaube, das ist so, da kriegt man so eine Katze und da muss man das dann so aufleveln. Die müssen wir dann ausmaxen und das ist aber es hat eine ganze Story hinter sich. Ja, ich finde auch, das macht eigentlich voll viel Spaß. Also Adopt Me ist cool, aber ich finde persönlich sogar Overlook Bay ein bisschen cool. Also jeder hat ja einen eigenen Geschmack, aber da macht es mir persönlich mehr Spaß. Ich meine, die Leute, die gut in Adopt Me sind, also das Prinzip ist etwas kompliziert bei Adopt Me. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie verstehe ich das nicht. Und an die Leute, die das spielen, so voll krank eigentlich, so, was? Aber an sich, ja, Adopt Me. Aber das Prinzip verstehe ich irgendwie nicht mit dem Traden und alles irgendwie voll komplex. Ich weiß nicht, mir ist das immer dazu überfüllt und ich verstehe den Hype irgendwie nicht so. Ich weiß, Overlook Bay ist ziemlich was ähnliches, aber ich weiß nicht, ich finde es besser persönlich. Ja, same, weil nicht nur das, sondern da muss man irgendwelche krassen Tiere haben und irgendwie hat man keinen Bock, diese Tiere irgendwie zu sammeln, wenn man da lange nicht da war und dann jetzt erst anfängt. Und bei Overlook Bay haben wir schon krasse Tiere eigentlich. Ja, bei Overlook Bay, oh mein Gott, wir müssen unbedingt nochmal Egg-Opening machen. Ich hab's geliebt. Safe, das war so fun. Aber wenn coole Eggs da sind, also ich bin schon mal oben angekommen, deshalb kann ich weiterhin. Ja. Wenn coole Eggs da sind auch, aber jetzt machen wir ein Astro Cat-Dings. Und ja. Das Ding ist, warum mach ich das? Anyways, wir müssen, also ich weiß nicht, ist dieses Event, also das mit der Katze auch, bleibt das noch länger da? Weil imagine, es ist weg bis Donnerstag. Oh Gott, das wäre natürlich schlecht, wenn das weg ist, weil... Warte, ich check mal in der Zeit Twitter und dann gucke ich mal, was die zu der Astro Cat Sache sagen. Ist nicht Astro Cat, irgendwie kommt mir das so rüber, als ob ich das kenne. Travis Scott hat doch Astro World. Ey, ich höre jetzt so mit Travis Scott. Schau. Das ist ein Joke, Aber ich glaube, da müssen. Weil das hat ja auch eine ganze Is coming to Overlook Bay on Friday. Oh mein Gott, wie süß. Miss Chinchilla. If you want more tea, follow us. We've decided to. We've started a concept art contest. Bla bla bla, ist okay. Nein, warum machen. Snake. Oh mein Gott, ist das süß, guck mal. Ich will alles haben. Everything. Hallo? Okay. I want everything and more. Da steht irgendwie nichts bei deren Twitter.
Deshalb werde ich mal später nachforschen. Aber ich glaube, bis Donnerstag sollte es da sein, weil so ein Event geht ja nicht direkt. Also wir können ja nachgucken später. Ja, es kann ja sein, dass das mit Astro Cat dann weg ist. Was ist mit seinem Haar? Sonst müssen wir uns früher sehen als Donnerstag. Und Donnerstag nehmen wir den Rest auf. Da haben wir sehr viele Videos tatsächlich. Ja. Für die nächsten Wochen. Bis zu den Sommerferien gefühlt schon. Oh mein Gott, stell mal vor, das reicht halt wirklich. Nein. Nein, ich glaube nicht. Nein, so lange geht es jetzt auch nicht. Also so viele Videos schaffen wir gar nicht aufzunehmen bis zu den Sommerferien. Wann sind Sommerferien? Juni, Juli. Ey, wenn Sommerferien Juni sind, ne, da springe ich aus dem Fenster, weil ich bin nicht bereit. Juni? Ich weiß nicht, Juni, Juli. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Oder Juli, Juni, Moment. Was weiß ich? Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es Juni oder Juli war. Ich glaube Juli, weil Juli ist der heißeste Monat. Ja, aber Sommerferien sind irgendwie doch irgendwie... Was weiß ich? Jedenfalls, ja. Dritter Platz ist Blocksberg. Blocksberg macht uns mittlerweile sehr viel Spaß eigentlich. Wir haben auch sehr viele Roleplay-Ideen und haben auch Bock, eigentlich Roleplays aufzunehmen in Blocksberg. Mhm. Da wir ein Parenthood-Roleplay gemacht haben, was für euch aber schon online ist. Oder? Ja, nein, ja. Doch, ja. Doch. Letzte Woche Mittwoch kam dieses online. Ich denke immer, wir posten Donnerstag, weil wir donnerstags aufnehmen. Ja, das sagt Ro schon irgendwie die ganze Zeit. Irgendwie Mittwoch, sicher, dass es nicht Donnerstag ist, hat sie im kommenden Video gesagt. aber nein. Also das eine Ding, was bei uns irgendwie gefühlt eine Krankheit ist, ist, dass wir nie Monday Obby aufnehmen. So, es ist krass, dass wir jetzt überhaupt Monday Obby aufgenommen haben. Weil eigentlich wollten wir wieder ein Mittwoch-Video machen. Ja, also wir wollten Overlook Bay spielen. Ja, und mit der Astro Cat. Ja. Was war das nächste? Warte. Nein, warum? Egal, Overlook, ich hasse das. Overlook Bay, merke ich mir. Blocksberg wollten wir da ein Roleplay machen. Was war das dritte Video, was wir da machen wollten? Wir wollten Tokyo... Warum nicht mal Tokyo Hotel sagen? Restaurant... das war's? Ja, das war alles Restaurant Tycoon. Ja, aber immer haben wir irgendwelche Videoideen, also gar kein Ding. Und danach kommt auf jeden Fall, also Royal High habe ich gar nichts mehr mit denen zu tun irgendwie, keine Ahnung, mir fällt da auch nichts zu ein. Royal High, ich habe irgendwie nichts mehr in Royal High gemacht. Oh mein Gott, wir müssen ein Royal High Video mal machen. Ja, lass das. Aber weißt du, manche Videos, manche Spiele, wo man schon weiter sein kann und so, da bin ich immer voll sad, weil ich habe keine guten Kleider. Es ist irgendwie voll scheiße. Bei Royal High fühle ich mich immer so schlecht, weil alle so weit sind. Ja, ich glaube, wir könnten aufholen. Blocksberg, bla bla bla. Was für Spiele gibt es eigentlich noch, die wir mögen? Ich weiß es nicht. Restaurant. Aber folgt unserer Blocksberg-Gruppe. Roblox-Gruppe. Oh. Folgt unserer Roblox-Gruppe und nicht unserer Blocksberg-Gruppe, da wir nicht mal eine haben. Also tut das und folgt uns auf Instagram, da sind wir tagtäglich aktiv und folgt uns auf YouTube. Ich sag immer folgt uns auf Instagram. Abonniert uns hier, denn wir wissen, dass über die Hälfte nicht abonniert hat. Ja, yes, und das macht uns natürlich ein bisschen concerned, weil die sogar treu jedes Video angucken. Nein. Ihr seid sogar teilweise manchmal sogar so treu. Siehst du, ich bin nach ganz unten gefallen. Ja, ne, sehe ich. Du bist nicht mal auf der Linie. Oh mein Gott, ich bin fast around again. Das ist endlich ein Obby, was Spaß macht irgendwie, weil ich schaffe auch was. Aber es sind hier so viele Menschen drin. Ist es so deren Stress-Reveal? Wisst ihr, Obbys kann Stress causen, aber... Aber auch revealen, wenn man stressed ist. Es spielt Obizkos. Ja, ich hab's geschafft. Hä, was mache ich falsch die ganze Zeit? Ups. Es ist literally ein easy Obby und ich falle die ganze Zeit an derselben Stelle wieder runter. Ist halt so. Wo bist du? Ah, du bist wieder da. Nee, du bist nicht unten. Unten ist eine Pizza Bacon Hair Queen. So sahen wir auch mal aus. Ja. Wir haben ja dann immer so ein Spiel gespielt. Moment. Lass dann bald so ein Tycoon Challenge machen. Oh ja. Das wo wir gegeneinander antreten. Das wird wild. 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 So around wild. And round. Round, round, round. Seht ihr, Ro ist hinter diesem Typen da, wegen dem
rosanen Blüten. Seht ihr da Rorohof? Die Rorohof. Die Roro. Ist jetzt Roro, ne? Wenn man Roro oft sagt, dann hört sich an wie Dodo. Roro. Oh mein Gott, das war doch dieser Vogel. Ja, woher weißt du das? Hä, warum sollte ich es nicht wissen? Ach, Real-Life-Vogel? Ja. Ich dachte, du weißt Dodo von Animal Crossing. Nein. Oh mein Gott. Also, woher weißt du das? Sollte jeder wissen. Das ist unsere letzte Runde übrigens, guys. Ja. Dodo, Roro. Roro. Oh mein Gott, ich habe eine gute Idee. Ein Song. Nein, okay. Was? Ich hab voll die gute Idee. Weißt du was? Ich habe auf TikTok ein Partner-Obby gesehen, wo wir uns gegenseitig helfen müssen beim Obby. Lass das im nächsten Monday Obey machen und heute Abend spielen. Weißt du, was das ist? Da müssen wir dann so, da gibt es solche Knöpfe, da stellt sich drauf, dann erscheint ein Block für uns und so kommen wir zum nächsten und dann, wenn du beim nächsten bist, musst du mir das dann aufhalten, sodass ich dann rüber kann. Nein, ja. Das ist so ein richtiger kooperativer Obby. Das hat sich das fair, voll cool. Da können wir uns so helfen. Lass das heute Abend testen. Das ist ein Round and Around. Round, Around. Around, Roro, Round. Round and Around. Round and Around. I just dropped to the earth. Bald machen wir ein Video auf Deutsch, wollte ich gerade sagen. Echt? Ich dachte, wir reden Spanisch. Ja. Nein, Ro, ich bin auch runtergefallen. Oh nein, Arna. Oh nein, Arna. Wie bist du nicht runtergefallen? Arna. Ey, wir schaffen das so. Nein, warum? Ich wollte eine Abkürzung nehmen und dann bin ich gedroppt. Egal, wir haben eine Minute Zeit, Rorohof. Roro ist unterwegs. Wow! Denkst du, ich schaffe das nicht gerufen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Ey, wir sind so cray-cray. Was? Cray-cray. Oh mein Gott. Weißt du, was irgendwie komisch ist? Wir sind so hyperaktiv in diesem Monday-Obby, weil wir unsere ganze Energie bei den anderen Videos genutzt haben, die wir schon immer drehen wollten, gefühlt. Weil dieses Tokyo-Hotel wollten... Was? Okay, schon wie? Du jetzt auch. Dieses scheiß Restaurant-Tycoon wollten wir schon lange aufnehmen. Und das haben wir jetzt... Irgendwie waren wir bei dem ersten Mal der Obby so richtig unmotiviert. Beim ersten Mal. Und danach waren wir richtig hyperaktiv auf einmal und wollten das dann alles aufnehmen. Und jetzt können wir nicht mehr aufhören aufzunehmen. Und gleich muss Ro los. Und das macht uns richtig sad, weil eigentlich wollten wir noch was aufnehmen. Ja. Das schaffen wir jetzt aber nicht mehr. Ja, aber wir sehen uns Donnerstag und machen das. Von daher bin ich excited auf einen Tag. Nein! Aber an dieser Stelle. Ja, Rise. Wait, wo bist du? Ich will mich nicht. Hier. Oh, okay. Okay, guys, wir stehen im Lava, aber dieser egal. An dieser Stelle beenden wir das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und unsere Energie konnte euch aufwecken. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Aber bevor wir wirklich abschalten, Leute, folgt uns auf Instagram. Wir heißen der Bestie Let's Player Official. Und Roblox-Gruppe, Link ist in der Beschreibung. Abonniert und hittet die Notification Bell. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!